5 Politiker. Ich habe keinen Schimmer. 5 Begegnungen. Willkommen bei Ihrem Blind Date. Sie wissen nicht, auf wen Sie treffen. Null Plan in Ihren Händen, als hätte ich es geahnt. Ja. Los geht's. Ja, mein Name ist Sven Simon. Ich bin seit 5 Jahren Europaabgeordneter. Hier aus Gießen ursprünglich. Europa bedeutet für mich Frieden, Freiheit, in weiten Teilen Wohlstand. Das Beste, was uns Europäern je eingefallen ist. Sie haben mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ich sollte mit maximal 1 Stunde Verzögerung die Situation aufnehmen, in der ich mich gerade befinde. Da schauen wir zusammen drauf. Ja, das ist im Europäischen Parlament in Brüssel in einem Sitzungssaal. Abends in einer CDU-CSU-Gruppensitzung. Das sieht nach so einem sehr langen Arbeitstag aus. Ist das in Brüssel immer so? In Brüssel ist es immer lang, sehr lang. Straßburg auch. Immer bis nach Mitternacht. Ist Ihnen das manchmal zu viel? Jetzt, wo der Wahlkampf begonnen hat, seit einer Woche ungefähr, habe ich gemerkt, dass es vielleicht manchmal zu viel war. Ja. Da ist ein Wahlplakat zu sehen mit einem, das war der Wahlkampfauftakt, ein Samstag ist das traditionell, der Samstag 6 Wochen vor der Wahl. Generell haben natürlich Europakandidaten oft das Problem, dass sie weniger bekannt sind. Naja, also dass wir medial weniger vorkommen, dann haben wir ein Problem, Politik zu kommunizieren. Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir hier am Domplatz in Wetzlar. Ist hier irgendwas in der Nähe, wo Sie denken, könnten wir was mit Ihnen vorhaben? Mir fällt nichts ein. Ich bin Klaus-Dieter Grote und ich bin Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Mittelhessen. Europa ist für mich der Raum der Freiheit, auch des Wohlstandes und der Menschenrechte. Das Aber ist, dass Europa noch lange nicht so ist, wie ich es mir wünschen würde. Nämlich als Raum, in dem Gäste willkommen sind. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sven Simon, hallo. Sven Simon, mein Name ist Grote, Klaus-Dieter Grote. Ich bin der Vorsitzende des Vereins Flüchtlingshilfe Mittelhessen. Und wir betreiben hier eine kleine Beratungsstelle. Auch mehr kann ich Ihnen ja dann nachher noch weiter erläutern. Das ist Herr Bouzayen, das ist unser Sozialberater. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ja, und das ist Herr Noramadi. Willkommen in Wetzlar, Herr Simon. Mein Name ist Mustafa. Seit 2015 bin ich in Deutschland. Ja. Und mittlerweile... Ich bin ein Student in Gießen an der ULU und ich bin Leiter an einem für einen Deutschkurs. Ja. Und Herr Noramadi kann Ihnen auch seinen Deutschkurs vorstellen. Ja. Bitte sehr. Morgen, Sven Simon. Hallo. Ja, Herr Simon, hier sind meine Schüler. Und als ich erstes Mal in einem Deutschkurs gewesen war, hallo, guten Tag, ich heiße, ich dachte mir, was für eine Sprache ist. Ich kann das nicht lernen. So schwierige Sprache, das gibt's doch nicht. Aber ich habe mit meiner Mutter telefoniert und meine Mutter hat gesagt, mein Sohn, durchhalte, alles ist schwierig im Leben. Aller Anfang ist schwer. Ja, ich sage immer meine Schüler, wenn ihr Deutsch lernen können, Deutsch lesen können, ihr habt eine gute Zugang zu Wissen. Ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich sehr erinnert an eine Situation, in der ich vor 6 Jahren war. Mittlerweile bin ich befreundet mit einer Person, die heißt Awad al-Shidi aus Syrien. Und er hat einen Sprachkurs angeboten und da bin ich hingegangen und habe ein bisschen Arabisch gelernt. Und deshalb weiß ich zumindest noch, es ist schon 6 Jahre her, wie man sich begrüßt. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalam. Einer ist dabei, der, Sie sprechen Arabisch? Ja, ich denke, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gesagt am Anfang, nämlich das Thema Sprache. Denn ohne deutsche Sprache ist es ausgeschlossen, dass man sich integriert und ein neues Leben erfolgreich beginnen kann. Nehmen wir an, dass ich gerade in Deutschland angekommen wäre. Ne? Wollten Sie mich nicht in Deutschland aufnehmen, sondern in andere, in einen dritten Staat? Ne? Was ist Ihre Vorstellung? Was wollen Sie wirklich damit erreichen? Individuell, emotional würde jeder, der mit Ihnen 10 Minuten gesprochen hat, dafür kämpfen, dass Sie bleiben dürfen, dass Sie sofort eine Arbeitserlaubnis bekommen und dass Sie nach 5 Jahren eingebürgert werden. Abstrakt,
global betrachtet, rechtlich betrachtet, geht das aber nicht für die ganze Welt. Und deshalb muss man schon schauen, wie wir ein bisschen Ordnung reinbringen in die Frage, wer kommt nach Europa und insbesondere nach Deutschland. Wir wollen Menschen schützen, aber ein Schutz durch Europa bedeutet nicht zwingend auch ein Schutz in Europa. Udo Bullmann, SPD-Europaabgeordneter für das wunderschöne Land Hessen. Europa ist Freiheit. Europa ist Sorge um den anderen. Keiner darf durch den Rost fallen. Und Europa gibt Perspektiven, insbesondere für die jungen Menschen. Die wollen frei leben und ungehindert und unzensiert. Frau Müller, das ist mein Büro. Mit einer Karte über die globalen Verhältnisse. Wo sind unsere Erdteile? Wo sind unsere Staaten, in denen wir uns bewegen? Wie anstrengend ist es denn, Europaabgeordneter zu sein? Das kommt auf Ihre innere Einstellung an. Das Stichwort ist Leidenschaft. Ich mache das unheimlich gerne. Und deswegen ist das keine extra Meile, sondern das ist Spaß für mich. Wo waren Sie denn da? Ich war bei einem Inder in einem indischen Restaurant. Und wenn mich nicht alles täuscht, war der Hintergrund der, dass ich ein Arbeitswochenende hatte. Ich glaube, ich kam aus Berlin, hatte nicht eingekauft, wollte noch was essen und habe gerade vor Küchenschluss noch ein leckeres indisches Gericht erwischt, was Sie hier sehen. Ich glaube, es war ein scharfes Lammgericht. Sie können also scharf vertragen? Ich kann scharf unheimlich gut vertragen. Ja, Herr Bullmann, wir sind ja jetzt ein bisschen gefahren. Haben Sie denn jetzt eine genauere Vorstellung oder eine Idee? Also im Moment sind wir in Wettenberg. Das ist natürlich meine unmittelbare Heimat und Umgebung. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo wir hingehen. Nein. Mein Name ist Michael Groß, ich bin Gründer dieser Firma. Wir arbeiten seit 27 Jahren im Bereich der Industrie, für Industrieanlagenbau, bauen Fahrzeuge um für Handwerker und für bewegungseingeschränkte Menschen. Ich denke über Europa sehr positiv, aber man müsste an der Bürokratie arbeiten und man müsste auf jeden Fall über die Energiegesetze nachdenken. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Hallo, Herr Bullmann. Das ist mir eine große Freude. Michael Groß, herzlich willkommen in Wettenberg. Wunderbar. Wir würden mal rüber in die Werkstatt gehen. Klar. Gucken uns mal an, was wir so machen. Gerne. Steigen wir direkt ein. Sie gehen vor. Ja, ich denke, wir gehen. Ja, gehen wir hier drüben. Ja, wenn wir uns diesen schönen Transporter da ansehen, der hat ja einen Verbrennungsmotor. Das stimmt. Und dieser Verbrennungsmotor ist ja extrem effizient, Euro 6, mit Sicherheit auch, was den Verbrauch angeht und den CO2-Ausstoß, sehr, sehr effizient. Jetzt haben wir ja das Problem, Verbrenner aus bis 2035. Ich möchte mir gerne mal Ihre Strategie dazu anhören, weil ich einfach ein Problem habe. Wir kriegen die Autos nicht bis dahin umgerüstet und vor allen Dingen haben wir das Problem, wir können keine 35 Fahrzeuge über Nacht laden hier am Standort. Ja, ich kenne das Problem natürlich. Sie sind auch nicht der Einzige, der sich Gedanken macht, der sich Sorgen macht. Die Entscheidung ist gefallen. Ich glaube, die deutsche Autoindustrie hat viel verpennt. Wenn ich ganz ja, da bin ich bei Ihnen, aber wir haben auch ein Netzthema. Ja, wir haben natürlich ein Netzthema. Also wir haben hier auf dem Unternehmen alle Flächen mit Photovoltaik belegt. Ja. Und die Leistung, die ich oben auf dem Dach habe, müsste ich verfünffachen, um die Fahrzeuge zu laden. Ja. Dann muss man dann am Ende doch hinterfragen, ob das Gas und die Braunkohle eben wirklich das richtige Mittel ist, um Transporter zu laden, die am Tag dann zu den Kunden fahren. Aber in 35 wollen wir auch mit dem Mix ein bisschen weiter sein als heute. Sie vergleichen ja die Situation heute, also den Energiemix von heute mit der Situation in 35 ist nicht ganz fair. Was mich unheimlich nervt, ist, dass chinesische Autos deutlich weiterfahren als europäische. Insbesondere auch deutsche. Das geht mir ziemlich auf den Senkel. Und es zeigt eigentlich, wie sehr unsere Industrie nach hinten geschaut hat, in der Hoffnung, es bleibt alles, wie es ist. Das ist deutscher Automobiltechnologie unwürdig. Mein Kollege Jürgen Frank hat ein paar Themen. Hallo, ich grüße Sie. Freut mich. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Frank. Ich bin zuständig für die Fahrzeugumbauten für mobilitätseingeschränkte Menschen. Okay.
Wir haben jetzt hier in diesem Fall haben wir ein Fahrzeug für einen Selbstfahrer. Das heißt also, hier ist ein Mensch, der durch einen Reitunfall in den Rollstuhl gekommen ist, hat er die Möglichkeit, über ein Liftsystem, was unter dem Auto eingebaut ist, fährt in das Auto hinein, um dann mit einer Handbedienung dieses Fahrzeug mit Hilfsmitteln zu fahren, ohne die Füße. Chapeau. Leider ist es so, dass seit 2022 in der EU ein UN-Regelwerk gibt zur Cybersicherheit und Software-Updates von vernetzten Fahrzeugen. Bedeutet, dass die Fahrzeughersteller verpflichtet werden, vernetzte Fahrzeuge im Prinzip cybersicher zu machen. Und jetzt steuern wir in so einem Fahrzeug die Sekundarfunktionen des Fahrzeugs. Das sind Blinker rechts, Blinker links, Warnblinker. Das wird leider ab 1. Juli verwehrt. Ja, verstehe. Und das ist ein großes Problem für Kunden, die oder für Menschen, die einen behinderungsbedingten Umbau brauchen. Das darf natürlich nicht passieren. Weil wir wollen ja Menschen nicht schaden. Und schon gar nicht, wenn ein Hersteller in der Lage ist, also jemandem, der stark beeinträchtigt ist, das autonome, selbstgestaltete Fahren und die Mobilität zu gewährleisten. Da habe ich eine konkrete Frage. Ja. Ist das bei uns irgendwie verbaselt worden? Sonst wäre ich der Erste, der mit der Kommission darüber spricht und sagt, wie können wir Ausnahmeregelungen gestalten, dass die Menschen, die hier einen großen Zugewinn erfahren, nicht benachteiligt werden durch unsere Regeln. Mich interessiert das Thema sehr und ich würde gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben dazu, weil es ist aller Ehren wert. Sehr gerne. Vielen Dank. Wollen wir weitergehen? Wir haben noch ein paar weitere gerne. Bereiche. Ja, ja, natürlich. Ja, gehen wir in diese Richtung. Isabel Schnitzler ist mein Name. Ich bin 33 Jahre alt, bin bei der FDP politisch aktiv, schon seit vielen Jahren Stadtverordnete hier in Frankfurt. Europa bedeutet für mich Heimat und Zukunft. Da haben Sie mich ehrlicherweise an einem Homeoffice-Tag erwischt, ohne Videokonferenzen, wie man den Pulli wahrscheinlich entnehmen kann. Und ja, das ist mein heimischer Schreibtisch, an dem ich viel Zeit verbringe. Was ist denn das für eine nackte Frau auf dem Bild? Das ist eine Zeichnung von meiner Schwester, die künstlerisch sehr talentiert ist und mir dieses Bild mal geschenkt hat. Das ist eine Skizze. Beschreiben Sie mal, was da passiert. Da fahre ich Lastenrad. Da vorne sieht man noch meinen Hund, für den ich dieses Lastenrad ehrlicherweise auch angeschafft habe. Das ist nämlich ein sehr angenehmes Transportmittel und ich liebe es seither. Fahren Sie mich in meine alte Wohnung gerade? Mein Name ist Gernot Lennert. Ich bin Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen. Wir setzen uns ein für die Beseitigung des Krieges und für den Frieden. Ein Problem bei der Europäischen Union, das ist, dass sie den Frieden nach innen gewährleistet. Nach außen ist das nicht unbedingt der Fall. Empfangskomitee und alle wissen mehr als ich. Ja. Hallo. Guten Tag. Isabel Schnitzler. Gernot Lennert. Freut mich. Boykin Reynolds. Isabel Schnitzler. Ja. Vera Leisinger. Isabel Schnitzler, ja. Freut mich sehr. Wir sind hier bei der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen. Sehr schön. Ja. Ich freue mich, hier zu sein. Ich vor, dass wir mal reingehen. Also ich bin eigentlich gebürtiger Amerikaner und ich war dann in 68, hätte ich unter Umständen nach Vietnam müssen. Mein bester Freund ist in die Armee gegangen, er war Hubschrauberpilot in Da Nang in Vietnam und fünfmal abgeschossen und beim letzten Mal hat er sein Bein sehr verletzt, war ein Jahr im Krankenhaus. Das hat mich auch sehr mitgenommen und ich wollte nicht, dass andere junge Männer in den Krieg hineingezogen werden. Und deswegen habe ich meinen Wehrpass zurückgeschickt. Ich würde vielleicht nur ein bisschen hier zu dieses Foto, vielleicht das obere in der Mitte, das ist Shirley Chisholm. Mhm. Und das war die erste Frau und erste Afroamerikanerin, die sich für die Präsidentschaft beworben hat. Und diese Aktion war auf den Treppen vom Kapitol. Die Quakers haben die Namen von den US-Toten in Vietnam gelesen. Aber weil das eine Bannmeile ist auf den Treppen vom Kapitol,
dürfen die Leute, also wurden die Leute verhaftet, hier unten sieht man. Aber die Kongressabgeordneten hatten Immunität und durften weiterlesen. Und sie haben uns dabei unterstützt. Und Sie waren da dabei? Und ich war dabei, ich habe die Fotos gemacht. Ich habe das auch, bin auch einmal verhaftet worden. Und jemand anders hat die Fotos gemacht. Also Sie waren jetzt nicht als unabhängiger Fotograf einfach dabei, sondern tatsächlich auch als Aktivist. Genau, genau. Sehr interessant und sehr beeindruckende Aufnahmen. Ja, danke. Und danke. Vor allen Dingen noch beeindruckendere Geschichten dahinter. Ja. Ich habe vor einem Jahr meine Ausbildung zur Friedensmentorin bei Peace for Future gemacht und bin seitdem als Friedensaktivistin tätig. Und ich denke, dass es unfassbar wichtig ist, dass sich junge Leute für Frieden einsetzen, weil wir im Endeffekt diejenigen sind, um deren Zukunft es geht. Was stellen Sie sich denn vor, was Sie machen wollen in Europa, dass junge Menschen wie ich nicht mehr in dieser Angst leben müssen, dass unsere Zukunft von Krieg zerstört werden könnte? Ja, ich glaube, dass wir das gleiche Ziel haben. Wir haben nur unterschiedliche Auffassungen darüber, wie wir es erreichen können. Weil wenn wir uns jetzt mal beispielsweise den Konflikt Ukraine und Russland anschauen, was wäre denn Ihre Lösung? Sicherlich nicht Gewalt mit mehr Gewalt bekämpfen. Genau, aber es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Truppen in Russland einmarschieren und da willkürlich Gewalt ausüben, sondern es geht ja darum, dass man sich gegen einen Aggressor verteidigt. Aber ich bin schon der Auffassung, dass gerade so Menschen wie Putin nicht damit zu überzeugen sind, mal eben ihre Truppen abzuziehen, wenn man sagt, also wenn man die weiße Fahne hisst. Das glaube ich einfach nicht. Beziehungsweise die Vergangenheit hat ja schon gezeigt, dass es nicht funktioniert. Ich würde sagen, dass aus der Vergangenheit lernen ja auch bedeutet, in die 80er zu gucken und in die Aufrüstung, die damals geschehen ist, um abzuschrecken. Sie haben danach gefragt, auf europäischer Ebene, was wir uns vorstellen. Das Bündnis mit der NATO stärken, die Ukraine uneingeschränkt zu versorgen mit Waffen. Wir hatten ja die Taurus-Debatte. Also ich glaube, da sind unsere Positionen wahrscheinlich diametral unterschiedlich. Aber Ihr Weg überzeugt mich nicht. Gerade bei der EU frage ich mich, ob die EU genauso eine kriegerische, militärische Macht werden will, wie die anderen auch. Also, Wer sind die anderen? Zum Beispiel China, Volksrepublik China, Russland, USA, Indien. Und die EU hat ja all diesen anderen Mächten etwas voraus. Sie hat in Europa, zumindest unter ihren Mitgliedern, Frieden geschaffen. Aber was da jetzt sich abspielt, also eine immer stärkere Militarisierung, das gibt mir schon zu denken. Wie stellt sich die FDP das denn vor? Europäische Verteidigungsunion, europäische Armee, wie soll das funktionieren? Ja, das ist in der Tat ein sehr komplexes Vorhaben, weswegen ich persönlich auch immer gerne betone, dass die europäische Armee eine Vision ist und nicht etwas, was wir in den nächsten 5 Jahren umsetzen werden. Wir fordern die europäische Armee mit dem Ziel, vor allen Dingen in den nächsten Jahren sicherzustellen, dass wir im Bereich der gemeinsamen Beschaffung, im Bereich der gemeinsamen Ausbildung die Zusammenarbeit von den europäischen Mitgliedstaaten verstärken, um im Verteidigungsfall besser zusammenarbeiten zu können. Meine persönliche Hoffnung ist aber, dass das, was Covid für die Digitalisierung war, vielleicht dieser furchtbare Krieg, ein Stück weit für unsere militärische sowohl Zusammenarbeit als auch Emanzipation sein kann. Mein zentrales Problem, was ich habe, ist die Instrumente, die Sie in Ihrem Programm erwähnen, jetzt auch im CDU-Programm zur Europawahl, also Stichwort britisches Ruanda-Modell und ähnliches. Die kann ich schlicht aus der praktischen Erfahrung nicht nachvollziehen. Nein. Okay, auch nicht, aber in der CDU im Grundsatzprogramm. Die Leute sind schon mal hier und sie werden zurückgeschickt. Nein, das, was im Grundsatzprogramm steht, dass in Drittstaaten Asylverfahren durchgeführt werden. Das ist aber etwas anderes als das, was die Briten noch nicht praktizieren, aber beschlossen haben, dass Menschen, die schon in Großbritannien angekommen sind, ins Flugzeug gesetzt werden, zurückgeflogen oder nach Ruanda geflogen werden. Darüber redet keiner. Dann lassen Sie uns noch mal eine andere Frage. Also das soll ja an der Grenze sortiert werden. Menschen mit guter Bleibeperspektive, welche mit schlechter. Das Problem ist doch aus meinen Erfahrungen an den
Außengrenze in Griechenland. Diese Lager gibt es doch schon. Ja, natürlich gibt es die. Und ich sage ja auch, die gibt's doch, aber was passiert? Dort werden Leute, die kein Asyl bekommen, die bleiben 1, 2, 3, 4 Jahre in den Lagern. Und was passiert dann? Das braucht dann Rückführungsabkommen mit den Ländern. Sonst kommen sie doch damit gar nicht weiter. Werden sie nicht bekommen. Die einzige Lösung ist, schauen Sie mal, ich hab so viel Elend in der Welt gesehen. Ich war, glaube ich, in 30 afrikanischen Staaten oder 35. Nehmen wir mal Gambia. Mit denen bräuchte es ein Rückführungsabkommen. Ja, die werden keins machen. Weil die Menschen, die aus Gambia hierher geflohen sind, mit diesem schrecklichen Fluchtweg, total verroht, kriminell. Die haben so viel Schreckliches im Leben gesehen, dass ein Menschenleben nicht mehr viel wert ist. Und da wird natürlich zugeschlagen. Und Kriminalität hat eine ganz andere Bedeutung. Sie werden kein Rückführungsabkommen bekommen. Die einzige Lösungsmöglichkeit, die es gibt, ist die, wir müssen die Staaten von der Sahelzone stabilisieren, nicht destabilisieren. Und wenn wir da eine gewisse Stabilität haben, dass die Menschen erst gar nicht mehr zum Mittelmeer kommen. Wenn sie mal am Mittelmeer sind, ist es längst zu spät. Die Frage ist eigentlich, wie wird das funktionieren? Wie passiert das? Zurzeit ist es ja so, jeder, der es schafft, er zahlt 7.000 oder 10.000 Dollar an den Schlepper, er schafft es nach Deutschland und er weiß sicher, dass er bleiben kann. Mhm. Wenn wir das dadurch verhindern, dass wir an der europäischen Außengrenze und viel, viel weiter davor Menschen zurückweisen, so wie es zum Beispiel in Libyen war, so wird es sein müssen. Ja. Und es wird auch traurige Bilder geben müssen. Wenn Sie das machen wollen, bitte denken Sie auch dran, die Leute, die hierher kommen, vielleicht die Zeit, die sie hier, bis sie dann aufgenommen und dann wirklich integriert werden, dass es gekürzt wird. Ja, da bin ich sofort dabei. Das ist einfach ziemlich lang, bis sie dann überhaupt Deutschkurs haben. Bei dem Punkt würde ich Ihnen zustimmen, auch die Frage Arbeitserlaubnis. Ich bin auch der Meinung, dass man auch am Arbeitsplatz Deutsch lernen kann. Weil also wenn jetzt eine Voraussetzung sein soll, zum Spargelstechen C1 Deutsch sprechen zu können, das ist Unsinn, Ja. Okay. Ich danke Ihnen jedenfalls für den Einblick, den Sie mir gegeben haben. Hat mich wünsche sehr gefreut. Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Dankeschön. Arbeit. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Arbeit. Ja, danke. Okay. Herr Seemann, Dankeschön. Ich bedanke mich danke, für den Besuch. Danke, dass Sie hier waren. Was ich mitnehme, ist, dass er sich auch darum bemüht, praktisch die Situation in den Herkunftsländern anders zu stabilisieren und die auch in den Blick zu bekommen. Das nehme ich ihm ein gutes Stück ab. Ich denke, wir haben aneinander vorbeigeredet. Der Herr Simon hat eine Vorstellung, die wir eigentlich in Praxis nicht machen können. Man lernt jeden Tag etwas dazu, selbst wenn ich jetzt hier nicht konkret sagen kann, das habe ich jetzt heute dazu gelernt, aber natürlich hat sich's insofern gelohnt. Ich bin Martin Häusling, ich bin gelernter Landwirt und seit 2009 bin ich im Europaparlament und da agrarpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Europa bedeutet für mich wahnsinnig viel, weil ich glaube, je länger ich da arbeite, desto mehr sehe ich, wie wichtig Europa für uns alle ist. Ach so, ja, die Fotos, mal eben gerade die Situation zeigen, wo man ist. Ja, das ist bei mir zu Hause, also am Schreibtisch. Und das ist halt Fachpresse, die ich lese. Das ist sozusagen meine Freizeitbeschäftigung, wenn man so will. Wenn ich am Wochenende da bin, muss ich die ganze Presse der Woche nochmal durchlesen und aufarbeiten. Die Agrarzeitung, ist die jetzt quasi auf der Öko-Seite oder auf der Bio-Seite oder ist sie auf der konventionellen Seite? Die ist nicht auf der Öko-Seite. Also die berichten schon relativ fair, das muss ich sagen. Aber die ganze Fachpresse ist ja sozusagen doch ein bisschen eher, gerade im Moment, eher grünenkritisch, umweltkritisch, was aber auch für uns jetzt nicht überraschend ist. Das ist der Blick aus meiner Haustür. Und das fand ich ja so schön, weil wenn es Frühling wird, ich meine, was gibt es schönere Monate, als wenn es im April, Mai Frühling wird. Das mit dem ersten Regenbogen des Jahres war, als ich kam, war wirklich fantastisch. Inwiefern erdet das auch, wenn Sie aus Brüssel, aus der Großstadt, Millionenstadt kommen und dann sind Sie im Garten? Das ist meine Erholung. Ich bin ja nicht viel im Urlaub, ich fahre nicht viel in Urlaub und ich erhole mich dann sozusagen in meinem eigenen Garten am allerbesten. Als hätte ich es geahnt. Das habe ich erwartet.
Mein Name ist Norbert Klapp. Ich bin Landwirt im mittleren Schwalm-Eder-Kreis. Wir haben einen Betrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau. Europa ist für mich erstmal eine ganz tolle Sache. Problem in der Europäischen Union ist, dass wir bei der derzeitigen Größe versuchen, eine Agrarpolitik zu machen, die vom Balkan bis nach Dänemark greift. Und die Gesetze sollen für alle gleich gelten und werden auch gleich gemacht. Herr Häusling, guten Tag. Ja. Man sieht Sie immer wieder. Ne? Ja. Ja, ich begrüße Sie hier heute zu dem Termin bei mir am Strohschweinestall hier in Bernshausen. Und dass wir mal ein bisschen über Europawahl und Europa-Agrarpolitik diskutieren. Ja. Dann würde ich Sie gerne erstmal darüber zu meinem Schwein begleiten. Ja. So, also das hier ist ein Stall der Haltungsstufe 3. Habe ich vor 2, 3 Jahren umgebaut. Ja, ist auch mit EU-Fördergeldern gut gefördert worden. Das Dankeschreiben ist noch gar nicht eingegangen bei uns. Das hängt da an der Stelle, am Stall. Nein, nun kann man natürlich fragen, was beabsichtigt die EU in Zukunft mit dem Umbau der Tierhaltung? Das hier ist für mich eigentlich ein Standard, der für Mastschweine schon relativ das Optimum darstellt. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich die jetzt hier noch 2 Meter rausstellen würde und am Dach raus, ob es denen dann noch besser ging. Ich meine, das Problem ist ja klar. Ich meine, alle fordern immer bessere Tierhaltungsstandards. Sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. In vielen Bereichen auch notwendig. Aber da muss es auch im Laden anständig bezahlt werden. Und da kenne ich es ja auch als Biolandwirt. Ne? Der Schritt sozusagen dann Bio zu kaufen, das ist dann einer, der persönlich gestaltet wird. Und da ist dann doch oft der Schritt, was mehr auszugeben, weil ich weiß, den Tieren geht es besser, dann lässt die Bereitschaft dann doch sehr schnell nach. Die Landwirtschaft ist ja bereit, sich zu verändern. Meine Einschätzung geht aber auch dahin, dass ich sage, es sind 15% der Verbraucher, die bereit sind. Deswegen muss die konventionelle Tierhaltung, also Stufe 2 mit mehr Platz, sollte auch noch möglich sein in Zukunft. Nee, ich bin der Meinung, dass wir das am Ende alle Tierhaltung so sein muss. Natürlich brauchen wir eine längere Übergangszeit, gar keine Frage. Das ist ja immer unser Spruch nach dem Motto, das Billige wird uns irgendwann teuer zu stehen kommen. Nicht nur, weil dann die Tiere leiden, sondern weil es letztendlich auch Umwelt und auch Gesundheit bei Antibiotika beeinträchtigt. Es ist natürlich auch ein Problem, was wir in Europa sehen. Dann wird gekauft in Spanien, wo die Stufe 3 deutlich einfacher zu realisieren ist wie hier. Und die Bauern hier gucken in die Röhre. Das ist halt schwierig. In der Tat. Ich ärgere das auch immer. Aber solange die Supermärkte in Südspanien das Gemüse einkaufen, da ist der Mindestlohn 6,50 Euro. Ja? Ja. Hier ist er bald bei 14. Dann haben wir ungleiche Wettbewerbsbedingungen. Sie hatten gerade Ackerbau angesprochen. Wir könnten jetzt noch mal draußen ans Feld gehen, da noch mal über den Ackerbaukomplex sprechen. Gehen wir mal darüber. Wir bauen hier so ganz energieeffiziente Anlagen. Solche Anlagen stehen beispielsweise in Schweden, in Dänemark, in Belgien, in den Niederlanden. Und meine liebe Kollegin Regina Timm, die darf sich mit den Regularien auseinandersetzen. Gerne, Frau Timm. Da hat die also ganz schön was zu tun mit. Jetzt ist gerade der aktuelle Fall, ist jetzt in Schweden. Oder auch es gilt eigentlich für alle EU-Länder. Ich muss jedes Mal unser Unternehmen bei der Außenhandelskammer melden, dass dieses Unternehmen, dass es das gibt. Europäisches Unternehmensregister wollen wir schon ganz lange. Ja, ja, das wäre super. Wenn die Mitgliedstaaten sich darauf einigen könnten, nach einer gemeinsamen Norm europäisches Unternehmensregister zu machen, dann sind sie da in der Kartei, dann guckt der Schwede hier oder die Schwedin, haben wir die schon mal gesehen, die Deutschen haben sie registriert, alles ist gut. Jetzt sind Sie ja 25 Jahre im Parlament und Sie wollen die Bürokratie reduzieren und wollen dafür sorgen, dass eben alle leichter arbeiten können. Ich habe aber das Gefühl, es geht potenziell nach oben. Wenn ich an die Transparenzregister-Thematik, an die Bundesnetzagentur, an all diese Dinge denke, die wir alle erledigen müssen, und dann fahren wir noch nach Hamburg, um eine persönliche Unterschrift zu leisten, das ist extrem schwierig zu verstehen. Herr Groß, wollen wir eine Wette machen? Gerne. Wir haben jetzt 3 Arbeitshypothesen zu Ihrer Reise nach Hamburg. Mhm. Es könnte an Ihren schwedischen Kooperationspartnern liegen. Es könnte an deutschen Regeln liegen, beispielsweise bei der Außenhandelskammer. Oder es könnte an Brüssel liegen.
Ich würde Ihnen die Waffenwahl überlassen. Entweder ein frisch gezapftes Licher Pilz oder ein Rheingauer Riesling, dass ich recht habe, dass es nicht an Brüssel liegt. Okay, ich nehme das Pilz. Ich brenne für Europa und ich freue mich, wenn sich die Dinge weiter verschlanken und wenn wir besser unsere Ideen auf die Straße bringen, gemeinsam und dann nach vorne gehen. In aller Regel wird ein europäisches Gesetz gemacht, um 27 Gesetze zu ersetzen. Also die Bürokratie kommt nicht notwendig aus Europa. Und da müssen uns die Kolleginnen und Kollegen in den nationalen Parlamenten ein bisschen helfen. Mein Name ist Engin Yuruklu, ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender Freien Wähler Hessen und Spitzenkandidat hier in Hessen. Europa, und das sieht man jetzt, ist für mich ganz klar ein großes Friedens- und Freiheitsprojekt. Seit der Gründung der Europäischen Union hatten wir keinen Krieg und das muss so bleiben. Da kam die Nachricht tatsächlich, als ich gerade aufgestanden bin. Das war dann beim Frühstücken ein Kaffee schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Da sieht man jetzt die Marmelade, aber ist das so typisch für Sie, typisches Frühstück? Na, also Sie sehen ja mir, ich esse gerne und viel. Und da gibt es wenig Sachen, die ich nicht esse. Was sieht man darauf? Ja, hier sieht man mich mit einer Europafahne. Wir Freien Wähler haben unglaublichen Zuspruch bei Jungwählern. Und deswegen haben wir uns entschieden, professionelle GIFs zu machen. Würden Sie mir diese GIFs mal zeigen? Vielleicht können wir mal eine Story zusammen machen. So, jetzt werden Sie hier mal fotografiert. Zack. Und Sie sehen jetzt hier das mit der Europafahne. Ja. Das sieht dann ausgeschnitten dann nach der grünen Wand aus. Haben Sie denn mitbekommen, wo wir gelandet sind? Also wir sind im Vogelsbergkreis. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, in welches der vielen schönen Dörfer wir gefahren sind. In Altenburg. In Altenburg, okay, sehr schön. Mein Name ist Michael Lotz. Ich bin zweiter Vorsitzender, Jugendtrainer und Schiedsrichter hier beim SV Altenburg. Europa heißt ein Stück weit Freiheit, was das Reisen angeht. Es gibt natürlich immer wieder Länder, die mehr geben als der Rest. Und es gibt immer wieder Länder, die mehr fordern als der Rest. Hallo. Hallo, Herr Yuruklu. Grüße Sie. Sie kennen mich, ich kenne Sie nicht. Ich bin der Engineer Yuruklu. Hallo, hallo, ich grüße Sie. Michael Lotz von SV Altenburg. Willkommen bei Ihrem Blind Date hier auf der Altenburg. Und da ist Ihr Publikum. Sehr schön. Die Erstwähler. Gehen wir gerade mal runter. Ja, sehr gerne. Können Sie schon mal schauen. Ich habe gelesen, Sie haben ja auch mal Fußball gespielt. Nein, Football. Football, okay. Also ich bin Vollkontakt. Das heißt, Helm auf und dann, ja, okay, dann drauf. Also Footballer tatsächlich. Und eine Zeit lang habe ich tatsächlich auch mal geboxt. Deswegen habe ich keinen Nasenknochen mehr. Dann würde ich sagen, trommel ich die Jungs mal zusammen. Gerne. Gehen wir oben an den Tisch und unterhalten uns da nochmal. Sehr gerne. Jungs, kommt mal zusammen. Hallo. 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 Wir haben am, wann war es? Dienstagabend habe ich kurz die Jungs informiert, was sie heute erwartet. Und war ganz überrascht, dass ein Großteil der Jungs überhaupt nicht wusste, dass Europawahl ist. Wie kann sowas sein? Ja, also ich persönlich habe es einfach nicht mitbekommen. Und auch in der Schule wird nicht wirklich drüber gesprochen. Und deswegen, wenn es vielleicht in der Schule mal angesprochen wird oder auch irgendwo man mal präsenter sehen würde, dass die Wahlen kommen und auch ab wann man wählen könnte, dann würde ich mich vielleicht auch mehr mit befassen. Ja, und auch das unterschreibe ich sofort. Wir Freien Wähler machen das über Social Media, aber alles ehrenamtlich. Wir haben da jetzt keine professionellen Agenturen dahinter und sprechen da die junge Generation an. Und bei der Landtagswahl waren ja die jungen Menschen auch unsere größte Wählerschicht, die wir als Freie Wähler hatten. Sie sagen gerade selber, dass Sie alles über Social Media machen. Und das sind eigentlich die Jungs, die das mehr nutzen als jetzt ich in meinem Alter, sage ich mal. Und die wissen auch gar nichts davon. Es geht darum, denke ich mal, sich interessant zu machen. Und wenn ich das nehme ich mir gerne an. Der Yuruklu ist jetzt nicht der jetzt vor der Kamera tanzt. Das ist nein, Gottes Willen. Der macht auch weniger peinliche Videos. Das stimmt auch. Sicherlich ist mein Kanal nicht der
der spannendste Kanal. Ich teile auch nicht jeden Tag mein Essen, das stimmt. Also es gibt Politiker, die fotografieren ja jeden Tag ihr Essen und sind damit haben große Reichweiten. Bei mir geht es dann tatsächlich um Politik. Wo ich nicht bin, ist bei TikTok. Da sind ja die meisten gerade eurer Generation tätig. Warum? Ich fordere politisch ein TikTok-Verbot in der Europäischen Union. Schöner wäre es ja, wenn Sie nicht auf TikTok unterwegs wären, sondern wählen würden. Warum wählt ihr denn eigentlich nicht? Also ich weiß nicht wirklich, was man da für Vorteile von hat. Deswegen habe ich mich meistens nicht so wirklich dafür interessiert und habe mich da eher ferngehalten von. Also ich denke auch, wenn ich früher mitbekommen hätte, dass man ab 16 wählen kann, hätte ich mich auch damit früher befasst. Ja, ich glaube, die Nähe fehlt einfach zu dem Europa. Das ist nicht so greifbar, was einem das bringt, wenn man wählen geht. Also Europa ist tatsächlich maßgeblich an unserem Wohlstand beteiligt, dass es uns in Deutschland besser geht als in vielen anderen Regionen der Welt. Mit Gründung der Europäischen Union gab es keine Kriege mehr in der Europäischen Union. Deswegen glaube ich, ist die Europäische Union auch sehr groß und sehr wichtig als Friedens- und Freiheitsprojekt tatsächlich. Und für junge Menschen ist es natürlich hervorragend. Egal, wie es daheim aussieht, beim Portemonnaie der Eltern, dass sie über Erasmus, über die Schule oder direkt ins europäische Ausland fahren können und dort einfach mal sozusagen die Nachbarmitgliedstaaten kennenlernen. Und das ist, glaube ich, für die eigene Bildung des Charakters unschätzbar, wenn man reist. Thema Reisen ist gut. Wir reisen jetzt mal ins Sportlerheim rein. Okay. Und da gibt es dann was zu trinken. Sehr und, schön. Dann machen wir da weiter. Ja, was ich beim Ackerbau noch hätte, Düngeverordnung. Wo es aus meiner Sicht dran krankt, ist, dass wir eine Düngeverordnung haben, vom Bodensee bis in Hochschwarzwald, von der Schwäbischen Alb bis in die Köln-Aachener Bucht, mit den gleichen Fristen. Und das ist schon etwas, was dann Akzeptanz wieder sinken lässt. Klar, das Akzeptanzproblem ist einfach das Thema, was wir ansprechen müssen. Am Ende muss es der Bauer auch einsehen und nicht gezwungen werden zu irgendwas. Aber ich glaube, gerade das Nitratproblem dürfen wir auch in Deutschland nicht unterschätzen. Wir hatten dann noch einen Punkt. Da steht ein Trecker. Wir wollten uns nochmal über Bauernproteste unterhalten. Gut, ist das Schild noch dran, oder? Ja, der Kollege ist auch noch da. Hallo. Moin, Herr Häusling. Hallo. Hallo. Herr Häusling, ich habe eine Frage in Richtung grüne Politik, was die Jugend angeht. Die Jungbauern werden staatlich ausgebildet in Sachen Düngung, in Sachen Pflanzenschutz, auch chemischer Pflanzenschutz. Und nachher sagen wir, das wollen wir gar nicht. Lasst das, ihr seid die Umweltverbesserer. Das stimmt doch so gar nicht. Ich kritisiere, dass viel zu sehr auf chemischen Pflanzenschutz gesetzt wird, auch in der Ausbildung. Okay. Aber auf der anderen Seite, ökologischer Landbau, naja, ist irgendwas Exotisches, machen wir vielleicht nicht. Es geht auch in erster Linie darum, wie kann ich junge Leute motivieren, in Landwirtschaft einzusteigen? Ja, sie wollen was verdienen. Ja, genau. Ich hatte noch mal. Und das hat nichts damit zu tun mit Spritzmitteln, sondern sie wollen von ihren Lebensmitteln, dass sie erzeugen, auch leben können. Und das kann doch keiner im Moment. So, und jetzt würde ich gerne noch mal, wir stehen hier schön vor dem Plakat, Bauernproteste, das war ja schon bezeichnend. Also so eine Mobilisierung im Berufsstand haben selbst die ganz Alten noch nicht erlebt. Und wir haben immer versucht, als Verband auch darzustellen, der Agrardiesel, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ihre Meinung zum Agrardiesel? Zum Agrardiesel? Ja. Da brauchen Sie mich nicht lange zu fragen. Ich war zwei Tage, nachdem das gefallen ist, habe ich den Kollegen Wirtschaftsminister angerufen, den ich ganz gut kenne. Ich habe gesagt, ihr macht einen größten Blödsinn, auch mit der Steuer. Weil ich glaube, wir können es ja nicht ersetzen. Also ich kann nicht sagen, dann machen wir Tanker was anderes. Ja? Zu sagen, wir müssen sparen und die Landwirtschaft sollte den größten Brocken da bringen, das war einfach Quatsch. Herr Häusling, wir bedanken uns für die Diskussion. Ja. Alles danke gut. Mich auch. Gut. Gut, Dankeschön. Also ich war erst mal überrascht, dass wir beide sachlich geblieben sind. Das haben wir in vorherigen Diskussionen auch schon anders gehabt. Und seine relativ klare Haltung zum Agrardiesel, das fand ich schon bezeichnend, weil die ja auch in dem Falle gegen die Parteilinie aus Berlin steht oder Regierungslinie aus Berlin. Das waren die positiven Ansätze heute. Dass wir am Ende vielleicht uns doch in vielen Punkten über den Weg einig sind, also Tierhaltung muss verbessert werden. Ich glaube, das ist keine Diskussion, es ist nur der Weg dahin. Der Weg dahin, das ist wichtig, dass wir die Bauern da nicht verlieren, sondern mitnehmen. Ich bin der Eltern Dennis. Ich werde Eddie gerufen. Ja. Mein Spitzname, das ist mein Sohn, Stiefsohn, Atarda. Hallo. Der spielt ja Fußball. Der spricht leider nicht so viel Deutsch. Und zwar, was mich besonders interessiert, wie steht Türkei jetzt mit Beitritt?
mit der EU. Genau. Also der Beitrittsprozess mit der Türkei ist ja bekannt. Der läuft ja nun auch schon viele Jahrzehnte. Ja. Und was ich besonders schön finde zu sehen, ist, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung in der Türkei, egal wie die Politik gerade in der Türkei ist, Richtung Europa strebt. Wir müssen aber feststellen, dass die türkische Regierung für sich entschieden hat, halt sozusagen sich von Europa wegzuentwickeln. Das ist wie beim Fußball. Ne? Gemeinsam ist man stark. Und so ist das in der Europäischen Union auch. Das ist Teamsport. Und wer sich nicht im Team wohlfühlt, der muss das Team dann auch verlassen. Oder kann nicht Teil des Teams werden. Das heißt, in Ihrem Programm ist ja drin, dass Sie gegen weitere Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sind. Ist doch richtig? Nein, das ist nicht richtig. Also steht da nicht drin. Sondern in unserem Programm steht ganz klar drin, dass wir gerade kein weiteres Land in die Europäische Union aufnehmen möchten. Das heißt nicht, dass wir die Beitrittsverhandlungen nicht führen. Das heißt, Beitrittsverhandlungen führen ja, Anpassung der Wirtschaft, Anpassung der Regeln ja. Weil wir ganz klar fordern, als Fraktion und auch als Freie Wähler, dass die Europäische Union arbeitsfähiger werden muss. Und erst wenn die Europäische Union arbeitsfähig ist, können wir aus meiner Sicht neue Mitgliedstaaten aufnehmen. Das hat jetzt nichts mit der Türkei zu tun, sondern geht es tatsächlich darum, dass wir sagen, die Europäische Union muss arbeitsfähig werden. Dann vielen Dank für Ihren Besuch hier oben auf der Altenburg. Ja, sehr gerne. Haben wir ein paar Getränke. Jawohl, Schule. Sehr gerne. Ich glaube schon, dass die Politik vor allem für uns Jugendliche ein bisschen mehr tun könnte, vielleicht auch an Orten Werbung machen könnte, wo wir halt auch uns treffen oder sind, weil sonst geht das uns immer an uns vorbei. Also ich hatte davor nicht wirklich eine Ahnung, was das ist und wann das ist und alles. Und jetzt bin ich schon ein bisschen interessiert. Klar können die Jugendlichen auch was dafür machen, aber viele wissen ja einfach nicht Bescheid. Und deswegen finde ich, ist die Politik dafür verantwortlich, dass die uns die Informationen bringen. Mein Fazit von heute ist, dass ich unglaublich enttäuscht bin darüber, dass Menschen, die 16 sind, nicht wissen, dass sie wählen dürfen. Also wenn man ganz bewusst das Wahlrecht einführt für Menschen ab 16, dann muss man auch Geld in die Hand nehmen, um die jungen Menschen auf diese Wahl vorzubereiten. Und hier haben wir drei Banner. Zu unseren Aktivitäten gehören ja auch öffentliche Demonstrationen. Und Sie hatten ja gefragt, was wir gegen Krieg praktisch tun könnten. Und eines unserer Hauptthemen ist Asyl für Kriegsdienstverweigerer. Vor allem, wenn sie aus Russland kommen. Da haben ja einige europäische Spitzenpolitikerinnen schon große Versprechungen gemacht. In der Praxis bekommen Militärdienstflüchtlinge aus Russland eben hier kein Asyl. Was sagen Sie dazu und wollen Sie daran was ändern? Der politische Wille, der bekundet worden ist, den teile ich. Ich weiß aber auch, dass unser Asylrecht, und das ist eben mal vor allen Dingen ein nationales Recht, sehr, sehr hohe Grenzen bzw. sehr hohe Herausforderungen und Voraussetzungen stellt. Und das lässt sich leider auch nicht ändern, nur weil das politisch mal eben versprochen, gesagt oder gefordert wird. Würden Sie sich im Europaparlament dafür einsetzen, dass sich das ändert? Ich würde mich zumindest mal informieren dahingehend, welche Möglichkeiten es gibt, was man machen kann und bin dem grundsätzlich nicht abgeneigt. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass ich nicht ausreichend darüber weiß, um diese Frage so zu beantworten. Grundsätzlich auf der grünen Wiese gedacht, ja, auf jeden Fall, Kanonenfutter muss man nicht liefern. Ich könnte mir vorstellen, dass aber natürlich auch das Argument der staatlichen Souveränität eine Rolle spielt. Also insofern, ja, ich würde mich sehr gerne dafür einsetzen, im Rahmen des rechtlich Möglichen. Dann vielen Dank für Ihren Besuch und das Gespräch. Ich danke auch, es war sehr aufschlussreich. Ja. Das Blind Date hat sich insofern gelohnt, dass es für uns eine interessante Erfahrung war. Und vielleicht lohnt es sich auch politisch, wenn Frau Schnitzler sich tatsächlich um das Thema der Unterstützung russischer Deserteure und Kriegsdienstverweigerer kümmert. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir auf einen Punkt gekommen sind. Aber das muss ja gar nicht so sein. Und es ist ja in der Demokratie auch total wichtig, dass man an einem Punkt ist, wo man sich auch widersprechen kann. Das hat wirklich Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil man mit Menschen in Verbindung kommt, beziehungsweise ich heute mit Menschen in Verbindung gekommen bin, mit denen ich sonst vielleicht nicht zu tun hätte oder mich unterhalten würde. Und die sich auch nicht mit mir.